Und wir kommen beim neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part machen wir die Arena in, wie heißt die Stadt, Erzelingen und holen uns unseren ersten Orden. Also los geht's. Gut, was hast du zu sagen? Hallo, wie geht's zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der Arenenleiter setzt Pokémon vom Typ Gestein ein. Aber hör zu, Gestein-Pokémon hassen Wasser, richtig? Und sie sind schwach gegenüber Attacken vom Typ Pflanze. Ja, ja, sie haben ihre Schwächen. Oh, Moment, ich muss meine Tastatur wieder, Moment! Das vergesse ich immer. Ich glaube nicht, dass es einfach wird. So, sorry für den kurzen Lärm gerade eben. Man wird nicht Arenaleiter, wenn man die Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit einem Feuer-Pokémon auf ein Gesteins-Pokémon zu stürzen, wäre auch keine einfache Sache. Nun, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Aber danke fürs Zuhören. Okay, danke für den Tipp. Und hier ist ein Trainer, der den Arenaleiter bewacht. Wir könnten ihn ganz einfach umgehen, indem wir hier nach oben gehen. Allerdings ist es wichtig, immer gegen die ganzen Trainer hier, die in dem Spiel aufzufinden sind, zu kämpfen. Denn die geben Erfahrungspunkte und auch Geld. Daher sollte man immer gegen die Trainer kämpfen, auch wenn man meistens nicht Lust darauf hat. Du hast einen langen Weg vermieden. Mal sehen, wieso du das getan hast. Hab ich gar nicht. Ich bin extra jetzt halt zu dir hingegangen, damit du mich herausfordern kannst. Und du beschuldigst mich hier, dass ich dich ausweichen wollte. Gar nicht nett von dir. Ein Kleinstein. So, die Schwäche von Gesteins-Pokémon ist Wasser, das heißt, ich greife mit einer Wasserattacke an. Denn die ist doppelt so stark gegen Gesteinstypen und vierfach so stark, wenn der Gesteinstyp zusätzlich noch ein Bodentyp ist. So, oh, fast Level 14. Ich vermute mal, dass unser Linfa sich nach dem Kampf, also nach der Arena, sag ich mal, entwickeln wird. Denn dann wird es genügend Erfahrungspunkte, hoffe ich, gesammelt haben. Hier ist Trainer Nummer 2 und auch der letzte, abgesehen von dem Arenaleiter hier in diesem Gebäude. Nur Trainer mit Siegermentalität können eine Pokémon-Arena herausfordern. Okay, Raphael. Okay, die Pokémon, die die ganzen Trainer hier einsetzen, sind echt einfallsreich. Bis jetzt habe ich nur einen Kleinstein gesehen. Aber vielleicht kommt ja auch noch ein Onix, wenn wir Glück haben. Gut, das war wieder ein Kleinstein. Das haben wir gekillt wie das letzte. Auch eben gerade mit einem Blubber. Und Wartolo erreicht Level 14. Ah ja, Onix, ganz wie erwartet. Nur Kleinsteins hier einzusetzen wäre ein bisschen langweilig. Und hier kommt jetzt mal ein Onix. Level 8. Onix hat denselben Typ wie Kleinstein und damit auch dieselben Schwächen. Und die ist Wasser. Alles klar, es gibt Erfahrungspunkte. Ah, fast Level. Na gut, fast Level 15 wäre ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht nach dem Arenaleiterkampf. Dann hat es bestimmt Level 15. So, hier ist der Arenaleiter. Ich, soll ich ein Save State machen? Ich glaube, ich speichere mal kurz. Also hier im Spiel. Einfach mal zur Demonstration, dass man vor einem Arenaleiter immer speichern sollte, falls man verliert. Dann kann man das Spiel einfach ausmachen und normal sein Glück versuchen. Na, ich hätte nicht speichern sollen. Den Fehler habe ich schon mal gemacht in diesem Let's Play. Vor zwei Parts müsste das, glaube ich, gewesen sein. Das kostet uns wieder ein bisschen Zeit. Aber die werde ich dann als Nachspielzeit hinten anhängen. Diese 10 Sekunden, naja. Willkommen in, dies ist die Arena von Erzelingen. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Hallo Veit. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arenaleiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich vor der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Und los geht's. Kevin vs. Veit. Gut, wir beide haben drei Pokémon. Er beginnt mit einem, wer hätte es gedacht, einem Kleinstein. Dieses Kleinstein ist etwas stärker, denn es hat Level 12. Gut,
Ich greife es natürlich an mit einer Blubberattacke. One-Hit-Kill? Jawoll! Ich hätte mich auch gewundert, wenn nicht, denn dieser Attacke war viermal so stark wie sonst. Und Level 15? Jawoll! Nice! Und die Werte sind... Plinfer hat einen hohen Spezialangriff und sehr viele KP. Alles klar. Und es erlernt die Attacke Schnabel. Eine physische Attacke, also eine Attacke, die den Gegner berührt. Ich verlerne Pfund. Gut, ein Onyx. Onyx sollte zu schlagen sein. Wir haben ja vorhin schon einen Onyx ohne Probleme besiegen können. Also gut, nochmal ein Blubber. Das gegnerische Onyx ist schneller, hat eine höhere Initiative als unser Pokémon. Es benutzt Kreideschrei, das senkt unsere Verteidigung. Das macht mir ein bisschen Angst. Denn wenn wir später gegen sein letztes Pokémon antreten werden, dann könnte das... Oh mein Gott. Kein One-Hit-Kill, obwohl es vierfach so stark war. Krass. Okay, Blubber. Er benutzt einen Trank, halt sein Pokémon. Alles klar, aber ich glaube, das sollte jetzt auch reichen, um ihn zu killen. Jawohl. Gut. Und Level 16? Kommst du auf Level 16? Nein, nicht ganz. Okay, jetzt kommt sein letztes Pokémon. Ein Fossil-Pokémon. Hier muss ich ein bisschen taktieren. Wechseln werde ich jetzt auf jeden Fall, weil unser Waterloo eine verringerte Verteidigung hat und das könnte sich tödlich herausstellen. So, Kampffalken zu nehmen wäre riskant, denn Gesteinsattacken sind effektiv gegen Flug-Pokémon, das heißt, ich nehme Frau Löwe. Gut. Das gegnerische Pokémon hat einen hohen Angriffswert. Ich muss aufpassen. Allerdings hat es nicht so eine hohe Verteidigung und die werde ich zu meinem Vorteil nutzen. Denn jetzt werde ich erstmal seine Verteidigung weiter schwächen. Ich tausche mein Pokémon schon nicht aus, keine Sorge. Ich bin auch keine Pussy. So, okay. Ich setze jetzt so lange Silberblick ein, bis mein Frau Löwe im Kampf stirbt. Und dann werde ich meinen Starter einsetzen. Halt, warte, wenn ich seine Verteidigung setze, das macht keinen Sinn, denn ich greife mit Spezialangriff an. Das macht keinen Sinn. Okay, ich... jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt seine Verteidigung senke, ne, das bringt ja dann nichts, denn ich greife ihn ja mit Spezialattacken an. Ich müsste daher seinen Spezialverteidigungswert sinken, aber den kann ich nicht senken, denn ich habe nicht die nötige Attacke dafür. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich glaube, ich senke seine Verteidigung trotzdem weiter. Vielleicht kann ich ja Staralili dann irgendwie noch einsetzen, effektiv. Denn Staralili greift mit normalen Attacken an, also mit physischen Attacken. Bam, Kopfnuss. Das wird Frau Löwe nicht überleben. Nein. Gut, jetzt werde ich wechseln zu Staralili. Ist ein bisschen riskant, denn Cocknodon kann bestimmt eine Gesteinsattacke. Aber ich muss das Risiko jetzt eingehen und greife jetzt an mit Flügelschlag. Keine Gesteinsattacke? Mich wundert es auch, dass dieses Gesteins-Pokémon schneller ist als unser Flug-Pokémon. So, es war gut, dass wir den Verteidigungswert gesunken haben. Denn jetzt hat ja ein bisschen was abgezogen. Vielleicht sollte ich seinen Angriffswert senken, denn der Angriffswert von Cocknodon ist sowieso schon ziemlich hoch. Ich glaube, ich senke seinen Angriffswert mit Heuler. Und da fliegt gerade ein Insekt vor meinem Bildschirm. Hallo Insekt! Ja, Insekten-Pokémon werden wir auch noch kennenlernen. So, Angriffswert sinken. Ich senke jetzt so lange seinen Angriffswert, bis mein Kampffalke stirbt und dann werde ich wechseln zu meinem Starter und dann sollte ich eigentlich schon relativ sicher sein. Das ist echt krass, dass dieses Gesteins-Pokémon schneller ist als unser Flug-Pokémon.
Gut, jetzt benutze ich noch Ruckzuckhieb, damit wir unser Charlil noch effektiv benutzen können. Aha, die Hälfte seiner KP wurden abgezogen. Das sollte jetzt ein leichtes Spiel für unser Plinfa sein. Okay, jetzt benutze ich Plinfa, unser Waterloo. Und jetzt sollte ich ihn auch besiegen können. Also Blubber. Die Attacke ist doppelt so stark. Leider nicht vierfach stark, da Kloknodon kein Bodentyp ist, sondern nur ein Gesteinstyp. Und ja. Okay, ein Angriff noch und dann müsste das gegessen sein. Außer er heilt sein Pokémon natürlich noch. Nein, macht er nicht. Gut, dann sollten wir das eigentlich schon gewinnen können. Auch wenn er jetzt unsere Verteidigung senkt, das bringt ihm nichts mehr. Alles klar, wir haben ihn besiegt. Und erreicht unser Waterloo Level 16. Entwickelst du dich jetzt? Na los, entwickel dich! Und ja, Level 16, sehr gut. Jetzt wird sich unser Starter zu Plöprin entwickeln. Was? Das darf nicht wahr sein. Mein durchtrainiertes Pokémon. Entwickel dich, Plinfa. Okay, Plöprin heißt das Pokémon, nicht Plöprin. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Na gut, jetzt hat sich auf jeden Fall unser Starter entwickelt. Und es erlernt die Attacke Metallklaue, die hätten wir vor dem Kampf gebrauchen können. Naja gut, dann kann so unser Plöprin jetzt einfach Metallklaue. Was verlerne ich denn? Nassmach ist, glaube ich, eine eher schwächere Attacke, denn ich werde ein Feuer-Pokémon nicht... Bei einem Feuer-Pokémon werde ich wohl nicht taktieren wollen, sondern ich werde gleich versuchen, es mit Blubber zu killen. Nassmacher daher eine völlig nutzlose Attacke. Also, Nassmacher muss weg. So, Waterloo kann jetzt Metallklaue. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Loser! Felsenharz, du bist stark und ich war schwach. Das, so ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden. Als Beweis, dass du mich geschlagen hast. Das ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Arena. Oder Pokémon-Liga. Ist ja dasselbe. Kohle. Okay. Der Kohleorden erlaubt es deinem Pokémon, die versteckte Maschine Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM 76 erhalten. Gut, und die TM kann was? TM 76 enthält die Attacke Tarnsteine. Sie fügt den Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Eine TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Daher überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Nein, jetzt habe ich dich nochmal angesprochen. Ich will nicht. Ja, 7 weitere Arena-Leiter, sie sind stärker als er. Okay. Gut, das war der Arena-Leiter-Kampf. Wir haben unseren ersten Orden. Schauen wir uns ihn einfach mal an. So, jetzt muss ich hier mal kurz... Genau, so sieht der Orden aus. Man kann ihn auch polieren hier. Dann fangen sie an zum Glänzen. Genau. Und die verschmutzen auch nach der Zeit und man kann die dann immer wieder neu reinigen, damit sie so glänzen wie jetzt zum Beispiel. Ah, man kann die noch weiter glänzend machen. Genau. So, wunderschön. So. Irgendwie glaube ich, dass die hier Hasendingens hat, ne? So eine Hasennase. Kommt mir das irgendwie so vor. Naja, oder wie so eine Mausnase. Sieht das irgendwie so aus, meiner Ansicht nach. Naja. Gut, das war's. Wir haben unseren ersten Orden. Und es geht weiter mit unserer Reise. Allerdings muss ich zunächst meine Pokémon heilen, denn zwei von uns sind ja kampfunfähig geworden. Ach ja, ich spiele jetzt übrigens um 20 Uhr. Daher ist es etwas dunkler als sonst. So, heil bitte meine Pokémon, das wäre echt nett.
Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg in, ja, zurück zur, warte, nein, ich glaube, ich brauche zuvor noch ein Pokémon, das es zertrümmere kann, damit wir weiterkommen können. Und ich glaube, ich weiß, wo wir eins fangen können. Ach ja, stimmt, wir waren ja noch gar nicht hier oben. Schauen wir mal, was hier oben so alles gibt. Vielleicht finden wir hier ein Pokémon, das zertrümmere kann. Das Gefälle ist so rutschig, du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Gut, Ewigenau ist, schauen wir uns das mal an, wo Ewigenau liegt. Ewigenau liegt hier oben, das ist Ewigenau, also hier nördlich davon. Gut, jetzt machen wir uns hier zurück auf den Weg nach Jubelstadt und dann gehen wir hier nach Norden, nach Flori. Allerdings brauchen wir zunächst Zertrümmerer und ein Pokémon, das Zertrümmerer beherrscht. Und ich glaube, hier gibt es eins. Genau, Macholo, perfekt. Also wenn Macholo kein Zertrümmerer kann, dann weiß ich ja auch nicht. Gut, ich darf es allerdings nicht töten, denn dann hätte ich es nicht mehr zum Fangen, glaube ich. Ja, ich muss es jetzt also mit einem schwächeren Pokémon ein bisschen schwächen, damit ich es fangen kann. Fußkick. So, ich greife zusammen mit Tackle. Die Attacke ist nicht so stark. Macholo müsste die Attacke also locker wegstecken können. Genau. Ein weiterer Fußkick von ihm. Jetzt greife ich ihn an mit einem weiteren Tackle. Ich hoffe, es wird kein Volltreffer. Ansonsten würde Macholo jetzt den Kampf nicht überleben. Sehr gut, jetzt habe ich es perfekt geschwächt. Und jetzt werde ich es auch fangen. Hierfür benutze ich jetzt einen Pokéball. Pokéball, Pokéball, Pokéball. Hier, Ball. So, was haben wir denn für Bälle? Pokéball, Superball und Finsterball. Wir kämpfen nachts, daher wäre der Finsterball hier perfekt. Allerdings ist es ein guter Ball, den sollten wir vielleicht für andere Pokémon aufheben. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal einen Superball. Quatsch, einen Pokéball, verdammt. Ja, einen Pokéball nehme ich. Und? Jawoll. Gut, jetzt haben wir ein Pokémon, das Zertrümmerer kann. Und jetzt kommen wir ganz leicht nach Flori. So, aber hier ist noch ein Item, das möchte ich noch gerne mitnehmen. Oh, hier wachsen Bären. Cool. Ja, jetzt haben wir den Pokéball wiederbekommen, den wir gerade eben benutzt haben. Und ich glaube, hier an der Ecke ist noch ein verstecktes Item. Na, verdammt, dieses Pokémon taucht auf. Und was ist das? Ein Kleinstein. Das sollte kein Problem für unser Waterloo sein. Ich greife es an mit der neuen Attacke Metallklaue. Stahl ist sehr effektiv gegen Gesteinsattacken. Pokémon meine ich. Denn Stahl ist bekanntlich härter als Gestein. Deswegen sind Stahlattacken sehr effektiv gegen Gesteins-Pokémon. Okay. Oh, jawohl, noch ein verstecktes Item. Eigentlich das erste, aber egal. Also noch ein Pokéball, würde ich sagen, ne? Und ein weiteres Kleinstein. Gut, Waterloo hat schon Level 16. Langsam könnten wir aufhören, gegen die wilden Pokémon zu kämpfen. Aber ich möchte es trotzdem noch fortsetzen, denn mit Level 20 ist man dann auf der sicheren Seite. Dann kann man meinetwegen laut meiner Devise aufhören, gegen wilde Pokémon zu kämpfen. So, hier ist glaube ich kein verstecktes Item. Gehen wir wieder zurück nach Erzelingen. Oh, ich könnte eigentlich rennen. Na, rennen, rennen! Ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen, meine B-Taste spackt. Jetzt. Na, jetzt aber renn, renn doch, du verdammter. Zu faul zum Rennen, was? Zu viele Big Macs gegessen, jetzt. Oh, ich dachte schon, du wärst ein Fettsack. Wie dieser. Moment, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ja, ihr wisst schon, der Typ da ganz hinten. Jetzt hörst du auf einmal auf zu rennen. Verdammt. Du enttäuscht mich. Oh nein. Bums. Der dritte. Ups, Kevin, du hast einen Orden bekommen, was?
Wie genau ist der nächste Ort? Der hat eine Arena. Habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewigenau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Bah, er hat schon die Zeit zum Zählen. Schön ungeduldig. Naja. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Oh, was ist denn hier oben eigentlich? Ach, hier ist nichts. Moment, Moment, Moment. Wir haben ja jetzt einen Macholle und die Attacke Zertrümmerer. Wir könnten diese Felsen jetzt zertrümmern. Setzen wir gleich mal das in die Tat um. Erstmal muss ich Macholle vor allem 6 beibringen. Wir haben unser Macholle ja dabei. Wir haben es ja sofort gefangen. Und wir haben ja weniger als 6 Pokémon. Daher wurde es nicht auf die Box übertragen. So, jetzt benutzen wir mal Zertrümmerer. Und es taucht ein wildes Pokémon auf. Und noch ein Kleinstein. Lauter Kleinsteins hier in diesem Part. Leichtes Futter für unser neu entwickeltes Flibrin. Okay, 52 Erfahrungspunkte. Gut, ist hier noch irgendwas? Ah, hier geht's nach unten. Alles klar. Und hier... Oh, mysteriöser Ort. Interessant. Und hier ist ein Item. So, wenn man Zertrümmerer benutzt, dann kann es auch passieren, dass wilde Pokémon auftauchen, die einen dann zum Kampf herausfordern. Es kann aber auch sein, dass ein paar Items... dass man ein paar Items bekommt. Hallo Anton, 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 wie kenne ich denn dieses Anton? Mit einer Metallklaue. Ach verdammt, ich vergesse immer, dass Stahlattacken nicht effektiv gegen Wasser-Pokémon sind. Aber Wasserattacken sind auch nicht effektiv gegen Wasser-Pokémon. Gut, aber ich glaube, mit einer Flugattacke wie Schnabel müsste es eigentlich ein leichtes Spiel sein. Ah. Dieses Anton ist ein bisschen zäh. Aber das wird dann auch Erfahrungspunkte geben. Ja, Schnabel ist nicht so eine starke Attacke. Das ist, glaube ich, auch eine der schwächsten Flugattacken, die es gibt. Aber immerhin... Das ist eine Flugattacke, ne? Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass Wasser-Pokémon Flugattacken beherrschen. Alles klar, dann zertrümmere ich jetzt diesen Felsen hier. Okay, es taucht kein wildes Pokémon auf. Durch den Zertrümmerer-Angriff. So, und was ist das für ein Item? Es ist ein Utem 70 Blitz. Gut, Blitz ist eine Attacke, die Genauigkeit des Gegners senkt und man kann die außerhalb eines Kampfes anwenden, um dunkle Höhlen zu erhellen. Und hier ist ein weiteres Item. Oh Gott, und weitere Zertrümmerer-Felsen. Aber mit unserem Macholle müsste das eigentlich gar nicht so ein großes Problem sein. Oh, und da steht jemand. Wer das wohl sein wird, was macht denn der hier? Der ist ja hier total eingesperrt. Wie kommt er da hin? Ich meine, hä? Wie kommt er da hin? Da sind überall Felsen um ihn herum. Okay, dann befreien wir mal den Typen, aber zunächst kill ich dieses Anton. Schnabel. So, er benutzt die nutzlose Attacke Nassmacher, die nichts bringt, weil mein Pokémon kein Feuer-Pokémon ist. Ich habe es jetzt so gut geschwächt, ich könnte es eigentlich fangen. Dann hätte ich ein Pokémon, das Kaskade vielleicht beherrschen könnte. Ich weiß nicht, ob Anton Kaskade kann, aber... Ja, fange ich es einfach mal ein. Wenn ich es schon so gut geschwächt habe,
dann will ich diese Chance auch nutzen. Und? Jawohl, perfekt. Ach verdammt, ich habe meinen Macholo gar nicht benannt. Egal. Ich glaube, zum Benennen bin ich jetzt auch ein bisschen zu faul. Wie will ich denn die Ente nennen? Genau, ich hab's. Passt es hin? Nein, passt nicht hin. Ich muss es abkürzen. Entertainment. So, falls ihr das JBW verfolgt, werdet ihr wissen, wer Entertainment ist. Oder auch das VBT. Man kann sich das bestimmt aussuchen. Gut. Ich hab dich befreit. So, jetzt will ich einen Orden von dir. Siehst du diese kleinen Erhebungen auf dem Boden? Über die muss man ganz schnell mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Ich habe leider kein Rad, das heißt, wir können diese Stellen leider nicht überfahren. Aber vielleicht später, wenn wir ein Fahrrad besitzen. Ein Zubat! Es freut mich, dass mal andere Pokémon auftauchen. Außer Kleinsteins und Entons. Und ich glaube, ich wechsle mal die Position von Waterloo aus, denn unser Waterloo ist schon richtig stark. Und unser Shinox und unser... Was ist unser anderes Pokémon? Genau. Staralili ist ein bisschen schwächer. Okay. Dieses Zubat müsste kein großes Problem sein. Ach nein, warum hast du mein Pokémon verwirrt? Das ist nicht cool. Das gehört sich nicht. Ich glaube, ich wechsle mein Pokémon jetzt aus. Und zwar setze ich jetzt an mein Staralili ein. Hat etwa dasselbe Level wie das gegnerische Zubat. Blutsauger ist nicht sehr effektiv. Käfer gegen Flug funktioniert nicht ganz. Gut, ich greife es an mit einer Flugattacke. Dem Flügelschlag. Okay. Gut, jetzt werde ich die Position meines Pokémons austauschen und setze jetzt den Kampffalken an die erste Position. Gut, wenn Kleinsteins und so auftauchen, muss ich halt zu Plirprin wechseln. Und wir finden Sternstaub. Alles klar, hier ist ein weiterer Zitrummelfelsen und auch ein weiteres Pokémon. Ein Enton! Gut, das ist ein guter Gegner für unser Flug-Pokémon. Ich greife es an mit Flügelschlag. Ja, dieser Part scheint ein bisschen länger zu werden als sonst. Naja, aber wir kämpfen hier ja auch gegen die wilden Pokémon und das zieht das Ganze auch ein bisschen in die Länge. Aber es lohnt sich, wenn man gegen die wilden Pokémon kämpft, denn dann ist man später nicht frustriert, wenn man gegen Arenaleiter und den und die Top 4 verliert. So, schauen wir mal nach, was hier ist. Ach, da kommen wir her. Okay. Gut, aber hier geht's noch weiter. Oder vielleicht auch nicht, denn hier ist ein Stein im Weg. Okay, wir kommen hier leider nicht vorbei. Das war's hier fürs Erste. Verlassen wir die Höhle. Oh, ein weiteres wildes Pokémon. Ein weiteres Enton. Hier gibt's aber viele Entons. Das ist wohl, so eine Art Rastplatz für Entons. Boah, so wenig. Ich hätte mehr erwartet als Schaden. Anscheinend hat dieses Enton ein Wesen, was seine Verteidigung erhöht. Deswegen hat die Attacke jetzt auch ein bisschen weniger abgezogen.
Theoretisch könnte ich es jetzt nochmal einfangen, aber wir haben ja schon einen Enton. Und ja, Erfahrungspunkte sind, glaube ich, hier ein bisschen wertvoller als ein zweites Enton zu haben. Ich kann ja meine Boxen nicht mit Entons füllen, das geht ja gar nicht. Was will ich mit den Entons dann machen? In die Pension schicken? Ach bitte, die Pensionleute, die werden ja dann verrückt wegen dem ganzen Gequake. Oder wegen dem ganzen Geentonne. Die zerlegen ja dann die ganze Pension mit ihren Psychokräften, wenn sie lauter Kopfschmerzen bekommen. Durch das ganze Enton, Enton, Enton! Ein Zubat! Was mache ich denn gegen diese Zubat? Ich hab's! Boah, das hat gerade mal Level 6. Gut, Flügelschlag. Ja, die unteren Pokémon waren ein bisschen stärker, da man zu den unteren Pokémon nur hinkommt, wenn man den ersten Orden hat. Und diese Pokémon sind etwas schwächer, weil man die auch ohne einen Orden auffinden kann. Gut, Zubat ist erledigt, das ist sehr gut. Erfahrungspunkte für unser Kampffalken. Oder für unseren Kampffalken. Und hier ist ein Zertrümmerer-Fels gewachsen, während wir weg waren. Okay, und jetzt... Ja, das war's für die Höhle. Verlassen wir sie. Hier gibt es nichts mehr, außer noch ein paar Zertrümmerer-Felsen. Aber wir haben, glaube ich, genug zertrümmert in diesem Part. Und jetzt geht's zurück nach Jubelstadt. Na, genau, hier geht's lang. Dort, hier oben waren wir, soweit ich weiß, schon, oder? Ja, genau, hier waren wir schon. Wir haben hier diese Route ja schon intensiv erforscht. Und wir sind jetzt in Jubelstadt. Ein Grund zum Jubeln. Alles klar, gehen wir ins Pokémon Center und dann stelle ich mich vor die Höhle, die uns dann nach Flori bringen wird. So, einmal Pokémon heilen bitte. Mit möglichst wenig Gequatsche, wenn es geht. Vielen Dank. Ach ja, wir haben ja unser Enton jetzt bei uns dabei. Stimmt ja. So. Ah, jetzt aber. Genau, so. Renn, renn! Du kannst es! Jawohl! Nein, renn! Na los, der kann nur ein paar Schritte rennen, dann ist er schon wieder erschöpft. Ja. Ja, seht ihr das? Ich renne nur ein paar Schritte. Nein, ja. Und dann hört er auch schon auf. Was ist hier los? Ah, Kevin! Das ist eigentlich perfektes Timing. Diese Schurken geben so einen Blödsinn von sich. Das ist unerträglich. Zeig ihnen bitte, was wir dazu meinen. Geheimnisvoller Mann. Oh, verdammt, das sagt ja niemand. Also, geheimnisvoller Mann. Oh, Pokémon-Professor. Warum machen sie uns es allein nur so, uns allen nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sie sind doch auch ein Geschäftsmann. Und es ist so einfach. Sie geben uns ihre Forschungsergebnisse... Und wir sorgen dafür, dass ihrem Assistenten nichts geschieht. Kevin, tun wir uns zusammen und erteilen diesen miesen Typen eine Lektion. Und los geht's. Kampf gegen unbekannte Typen. Galaktiker-Rüpel und Galaktiker-Rüpel möchten kämpfen. Alles klar. So, was haben die denn für Pokémon? Zubat und Wampel. Wampel ist ein Käfertyp, Zubat ist ein Gift- und Flugtyp. Und wir haben einen Flug-Normaltyp und einen Feuertypen bei uns. Gut, mit dem Flugtypen greife ich erstmal den Käfertypen an, denn Käfer sind schwach gegen Flugattacken. Und Pamflam killt dieses Zubat, hoffentlich mit einer erfolgreichen Flugattacke. Nein, es war leider kein One-Hit-Kill. Aber das wird ein One-Hit-Kill. Jawohl. Wampel ist nicht so besonders stark. Okay, jetzt ist nur noch ein Zubat vor unserer Nase. Das sollten wir leicht killen können. Also gut, Flügelschlag auf Zubat und Pamflam greift es auch an. Allerdings nur mit einem Kratzer. Warum nicht mit einer Glutattacke? Naja, egal. Gut, wir haben die Galaktika besiegt.
Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir beide unterliegen zwei Kindern. Das wird so nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Ihr lasst uns keine Wahl. Wir werden uns zurückziehen. Denn Team Galactic hat immer Mitleid mit Schwächeren. Ja, aber ihr wart doch die Schwächeren. Egal. Diese Bande, sie nennen sich Team Galactic. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben sie eine besondere Energie ab. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine mystische Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Doch die Mitglieder von Team Galactic scheinen die Energie für irgendetwas nutzen zu wollen. Aha, wie auch dem sei. Kevin, das war sehr gut, du hast wirklich Talent. Wie du und deine Pokémon Seite an Seite gekämpft habt, ein schönes Bild. Es war richtig von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Kevin, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seine Forschungen haben nach 90% aller Pokémon etwas mit Entwicklung zu tun. Also Kevin, lass uns weiter am Pokédex und am Projekt des Professors arbeiten. Ja, macht's gut. Alles klar, dann stelle ich mich vor die... Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, das war wirklich klasse. Ich mag Burger. Magst du auch Burger? Ich mag Burger. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstar TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen dürfte. Ein Burger, nein, Modekoffer, okay. Modekoffer. Ich mag Mode. Mode ist das Beste. Nein. In diesem Modekoffer findest du hirnreißende Accessoires und geschmacksvolle Kulissen. Statt dein Pokémon mit den Accessoires aus und sieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Ach, wer hätte es gedacht, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen, bla bla bla. Wieder so ein Marketing-Fuzzi. Der kriegt bestimmt Provision für jeden Koffer, den er verkauft. Gut, jetzt wollte ich mich vor die Höhle stellen und dann auch den Part beenden. Und dann machen wir uns auf, in den nächsten Part nach Flori zu gehen. Na, nachdem wir dieses wilde Pokémon noch besiegt haben. Verdammt. Ein Knospi. Die Vorentwicklung von Roselia. Einem Pokémon der dritten Generation. Jawohl, one kill. Ich hätte mich auch schwer gewundert, wenn es diesen Angriff überlebt hätte. Und Level 13 für unser Stachelidi. Gut, Werte sind... ja, voll basiert auf Angriff und Initiative. So stelle ich mir das vor. Doppelteam ist eine gute Attacke. Was verlerne ich denn? Ich verlerne... genau, Heuler. Heuler ist eher nutzlos. Denn ein Kampffeige heult nicht. Alles klar. Gut, dann mache ich den Part hier an der Stelle zu Ende und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir nach Flori gehen. Also, macht's gut, euer Young KP. Ciao.